Servus Leute, hier ist Reset und willkommen zurück zu Happy Birthday. Ja, ich habe jetzt noch kurz was umgestellt an meinen Aufnahmeeinstellungen und zwar, dass mehr Frames kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das dann, ob man jetzt dann Lag mehr merken würde. Ich gehe mal davon aus, aber ich hoffe einfach, dass es nicht laggt, was ich bei meinem Laptop eigentlich nicht erwarten sollte. Aber ich versuche es einfach mal. Rede jetzt mal mit dem Vater von dem Mädchen. Es tut mir leid, dass ich fragen muss, aber was können Sie mir darüber erzählen, wie es passiert ist? Was hat Ihr kleines Mädchen getötet? Ich kann es nicht. Wenn du mehr wissen willst, dann musst du mit meinem Bruder reden. Es tut mir leid. Anna. Die Mutter. Was ist mit der Mutter des Mädchens? Ist sie hier in der Gegend? Ich bin mir sicher, meine kleine Anna ist jetzt bei ihr. Meine Frau ist vor Jahren gestorben. Ah, das tut mir leid. Ah, er sagt immer Anna. Die Schwester. Sie haben gesagt, dass sie ihre ältere Tochter auch schreien gehört haben. Wird sie immer noch vermisst? Ja, das stimmt. Was ist, wenn wer auch immer das getan hat, hinter ihr her ist? Bitte, du musst sie finden. Ich kann sie nicht beide verlieren. Ich kann es einfach nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich finde sie lebend. Hoffe ich. Okay. Mal schauen. Kann er da was sagen? Okay. Der sagt dazu nichts mehr. Ich glaube, mit der Escape wäre ich auch rausgekommen. Mal kurz noch schauen, ob der was zu der Kugel sagen kann. Welches Schlafzimmer war das von dem Mädchen? Ich frage lieber nochmal nach. Verdammt. Einfach mal schauen, wo es war. Sieht so aus wie ein Schlafzimmer. Hier liegen Karten am Boden. Kann ich die irgendwie anklicken? Nein. Einfach mal kurz speichern. Schon länger nicht mehr gespeichert habe. Ja, okay, 2 Minuten ist jetzt nicht so lang. Aber hier ist Blut und das ist direkt vor dem Bett. Hä, woher kommt das Blut? Ich schaue einfach mal unter das Bett. Ah, da liegt irgendwas. Sieht aus wie ein paar Handschuhe. Und ein paar Schuhe. Das beinhaltet Blutspuren. Hat der Killer diese getragen? Wenn ja, dann könnten sie Fingerabdrücke behalten, die zu der auf den Waffen passen würde. Wenn ich danach suchen könnte, wer es ist. Aber mir fehlen ja die Mittel dazu. Hat der Killer versucht, sie hier zu verstecken? Sie waren nicht besonders versteckt. Ein Körper hätte hier nicht hingepasst. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich sollte nachschauen, wem sie gehören. Ah. Es wirkt so, als wäre der Mörder zum Fenster raus, hier zum Fenster rein, hat die Handschuhe und so versteckt und ist dann durch diese Tür wieder aus dem Raum raus. Hier liegt nicht überall Wäsche. Sonst gibt es nicht wirklich was zu finden. Oh mein Gott. Es glitscht unten rechts in der Ecke bei mir, dass jemand auf Skype on geht. Danke dafür.
Mal schauen, was wir in den anderen Räumen finden. Schlafzimmer 1. Könnte das Schlafzimmer der Mädchen sein? Auf jeden Fall liegen am Boden Bücher. Ja, Framerate-Einbruch merkt man wahrscheinlich mehr. Da verläuft es, wenn es nicht einbricht, stabiler. Das müssen die Betten sein, in denen die Kinder geschlafen haben. Also sie sollten schlafen gegangen sein um 9 Uhr abends, bevor sie ermordet wurden. Aber die Bettdecken sind perfekt gemacht. Es ist nicht normal, dass Kinder ihre Betten machen, immer wenn sie aufstehen. Okay, vielleicht sind sie nie zu Bett gegangen. Das Buch konnte nichts. Was können die Geschenke? Das ist wahrscheinlich Geburtstagsgeschenke gewesen. Ich speichere sogar in so einem Spiel zu viel. Jetzt muss ich erstmal noch diesen Raum anschauen. Und schaue ich mal weiter. Ah, das ist das Schlafzimmer vom Hausherrn. Hier ist nichts Außergewöhnliches bis jetzt. Mal schauen, was sonst noch hier zu finden ist. Aber es wirkt nach eher nichts. Weil nichts wirklich Auffälliges vorhanden ist. Ich sehe jetzt auf Anhieb nichts, was sein könnte. Und gehe jetzt auch gleich wieder raus. Jetzt ist mir noch kurz aufgefallen, links oben wird immer angezeigt, was für ein Raum das ist. Würde mich interessieren. Hier steht nur Schlafzimmer 2, also bringt mir das nichts. So. Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwem die Handschuhe zeigen kann. Ah, das sind die Gummihandschuhe aus der Küche. Ich habe genau diese benutzt, als ich früher die Teller gewaschen habe oder das Besteck. Mir fällt das Wort nicht ein. Geschirr. Warte, das soll doch nicht bedeuten. Ich habe sie dann auf das Regal gelegt, wo sie immer hingehört haben. Habe sie danach nie wieder benutzt. Ja, okay. Was ist mit den Schuhen? Okay, davon hat sie keine Ahnung. So, was kann ich ihm zeigen? Ich zeige ihm mal die Schuhe. Ah, das sind meine Stiefel. Ich frage mich, ich habe mich gefragt, wo sie hingegangen sein können. Natürlich wäre das nicht das erste Mal, dass ich sie verloren habe, nachdem ich was getrunken habe. Sie sind mit einem paar blutige Handschuhe gefunden worden. Ich vermute, dass der Killer sie getragen hat. Warte, wirklich? Aber wie ich gesagt habe, ich habe sie verloren. Du glaubst doch nicht, dass ich... Ich war es nicht. Ich habe das nicht getan. Ich habe noch keinen beschuldigt. So, schaue ich mal kurz noch hier rein. Okay, Bad ist verschlossen. Schau ich mal, ob ich ihm die Sachen zeigen kann. Okay, vielleicht die Handschuhe, vielleicht kennt er die ja. Nein. Was mit der Pistole? Oh. Was? Das ist... Das ist doch nicht... Das ist doch nicht die Pistole, die meine Anna getötet hat. Das ist schwer zu sagen. Ohne genauere Betrachtung. Aber die Möglichkeit ist groß. Das ist meine Pistole. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Sir, bitte beruhigen Sie sich. Wo haben Sie diese Pistole versteckt gehabt? Sie war in meiner Tasche. Nur in meiner Tasche. Ich hätte zu ihrer Mutter... Ich hätte auf sie hören sollen... Auf ihre Mutter hören sollen und sie loswerden. Tu sie bitte weg. Ich will sie nie wiedersehen.
Wieso steht da eigentlich immer, ich krieg irgendwie was? Mit 2 kann ich dann... Kann ich da irgendwie... Nö, kann ich nichts machen. Weil da 2 immer dran steht. Mal schauen, ob irgendwer noch die Patrone kennt. Was ist mit den Handschuhabdrücken? Vielleicht kennt diese, weil die ja auch die Handschuhe kennt. Habe ich die da oben eigentlich schon? Weil ich habe jetzt noch einen Abdruck. Was steht da? Hä? Die sind verrostet und geschlossen. Hier ist der Körper gefunden worden. Aber die Tür ist verschlossen. Vielleicht ist er bereits weggetragen worden oder sowas. Ja! Sieht so aus, als wäre hier nicht mehr so viel machbar. Als könnte ich jetzt einen Stock tiefer gehen. Mal schauen, wen ich da so treffe. Die Landlady? Der Verlust eines Lebens, speziell von einem so jungen, ist immer tragisch. Aber erinnere ich immer daran, dass der Tod nicht das Ende ist. Bitte sorgt dafür, dass über die Person, die sie getötet hat, gerichtet wird. Dass das kleine Mädchen weiter lachen kann. Okay, die sagt nichts außer diesem Satz. Was haben wir hier? Über Weinflaschen wegen Party. Die eigentlich gehalten werden sollte. Und jemanden, den ich nicht kenne. Alof Boy. What the fuck? Das ist so komisch. Ich habe gedacht, dass Partys Spaß sein werden. Entschuldige mich. Ich bin die Detektivin. Kann ich Sie einige Fragen fragen? Nein, ich habe nichts getan. Ups, ich habe es weggedrückt. Ich habe nie gesagt, dass du was getan hast. Ich wollte dich nur ein paar Fragen fragen. Aber ich bin nicht mehr verwandt mit dir. Ich bin der Freund ihrer Schwester. Ich war hier wegen der Party. Es ist der Geist, der es hier erwischt hat. Das wette ich. So schnell, wenn sie meine Freundin gefunden haben, werde ich mit ihr direkt hier verschwinden. Geist? Erstmal. Was weißt du darüber, was weißt du darüber, was zu dem Mädchen passiert ist? Nichts, sie haben mir nichts erzählt. Alles, was ich weiß, ist, dass sie erschossen wurde. Kennt ihr das hier? Ich glaube, ich diskutiere mit ihm nochmal über die Schwester. Also datest du die Schwester. Was kannst du mir über sie erzählen? Ich versuche sie zu finden. Sie bedeutet mir alles. Ich bin ein Freund von ihr seit der Mittelschule. Ist ja nicht wie bei uns. Zwar Middle School ist ja mittendrin zwischen Grund- und Highschool. Und ich bin... Und ich bin endlich auf das nächste Level gekommen, also nächste Stufe, nächste Klasse. Ich habe gedacht, dass sie obwohl sie die Ältere ist, wird sie immer wegen Anna ignoriert. Vielleicht hört wenigstens das jetzt auf. Es ist so, dass niemand von uns es gegenseitig versteht. Und irgendwie sowas. Was, Alter?
Wie alt bist du? Ich bin 16. Meine Freundin ist 14. Du denkst, ich hab's getan? Nur weil ich ein paar Jahre älter bin, dann lass mir erzählen, dass... Niemand wird wegen irgendwas beschuldigt. Dann noch der Geist, weil das ist nicht das Interessanteste, wahrscheinlich sogar, was der Typ zu sagen hat. Was hat das mit dem Geist zu tun? Hast du es nicht gehört? Die Mansion ist soll wirklich verflucht sein. Ich habe schon Geschichten von anderen Leuten gehört, die hier waren. Sie haben Geister überall hier rumlaufen sehen im Dunkeln. Komische Frauen meistens. Ich vermute, es war eine von ihnen. Nicht ich. Hä? Okay. Das ist doch mal interessant. Weil davon hat mich niemand sonst was erzählt. Entweder erzählt der nun einen Scheißdreck. Oder es ist echt. Ich schau mal, ob der Vater dazu was sagen kann. Ich könnte eigentlich auch sprinten. Kann der was über Geistergeschichten sagen? Verdammt. Die zwei kann ich ja auch noch fragen. Diese Geschichten sind Schwachsinn. Geister existieren nur in den Gedanken von Kranken, von Ängstlichen und Idealisten. Anna ist mit einer Pistole erschossen worden. Ein Mensch hat den Trigger gepullt. Hat den Abzug gedrückt. Bleh. Wenn du wirklich ein Detektiv bist, dann solltest du den jagen und nicht den Geist. Okay, der sagt, es ist Schmarrn. Sagt die dazu? Ich habe an den Geschichten auch schon gehört. Leute, die hier eine Nacht lang waren, haben erzählt, dass sie komische Frauen hier rumlaufen sehen. Manche sagen, sie haben sogar mit ihnen gesprochen. Eine der Frauen einer dieser Geister soll ein Geist sein, der sich getötet hat, nachdem ihre Tochter gestorben ist. Ah. Oft übernimmt dieser Geist andere Bewohner dieser Mansion und bringt sie dazu, sie verflucht Leute aus der Mansion und nimmt die Kinder weg, dass sie bei ihr sein sind, weil sie Kinder hasst. Meinst du, das kann wahr sein? Oh mein Gott, ich hoffe, Anna ist nicht eine von ihnen nun. Hä? Mich würde immer noch interessieren, ich habe hier bei Clues eindeutig zwei jetzt dran stehen. Das heißt, ich habe schon zwei Meinungen dazu. Das heißt, ich kann aber trotzdem nichts mit dem machen. Ja, läuft bis jetzt ganz interessant. Jetzt schaue ich nochmal und zeige ihm mal das, was er dazu zu sagen hat, zu dem Geist, der die Mädchen entführt. Wohl eher aber nichts, weil er es mir selber erzählt hat eigentlich. Okay, das kann auch nichts sagen. Vielleicht hat er zu der Kugel eine Ahnung, nein. Meint, kann der was zur... Ah, da ist die Pistole. Pistole sagen? Nein. Ah, es geht jetzt mittlerweile schon runter. Ach, jetzt habe ich sie nochmal angeklickt. Scheiß drauf. Nein! So ist besser. Es gibt keinen Grund, dort schon hinzugehen. Kümmere dich erst um den ersten Stock. Das Verbrechen, warte,
Nein, du musst dich nicht ums Erdgeschoss kümmern. Das Verbrechen war im ersten Stock. Jetzt solltest du sie mehr inspizieren, bevor du dort unten dich erkundest. Erst muss sie mir erzählen, was mein Job ist, und dann muss sie mir erzählen, wie ich es machen soll. Okay. Anscheinend habe ich irgendwas übersehen oder nicht genügend mit den Leuten geredet. Ich gehe noch einmal hier rein und gönn mir jetzt noch einmal diesen Handabdruck, weil der ist irgendwie nicht angenommen worden. Oder doch, weil ich nicht nur noch einen habe. Ja, was könnte man noch machen? Ah, ich muss Ihnen die Zettel auch zeigen. Oh. Ja, ich vermute, dass wir alles gehört haben. Die Stimme der Mädchen sind etwas, das ich nie vergessen werde. Noch kurz. Das hat sie mir ja selber auch erzählt. Was habe ich ihr noch nicht gezeigt? Habe ich auch das schon gezeigt. Okay, damit bin ich bei ihr durch. Okay. Die Kugel kann auch nichts. Handschuhe sagen ihm nichts. Pistole sagt ihm auch nichts. Betten sagen ihm auch nichts. Und dann nochmal die Geistergeschichte. Okay, das bringt auch nichts. Dann reden wir nochmal mit dem Vater. Ob er noch zu irgendwas was zu sagen hat. Aber eher nicht. Okay, er hat auch nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, das war's für diesen Teil von Happy Birthday. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr findet es genauso interessant wie ich auch, weil ich finde es nämlich ziemlich interessant. Wenn nicht, wäre schade. Ja, wenn ihr es genauso interessant findet und es euch auch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Servus, Leute.